Das ist, glaube ich, nur so ein Vorerst-Haus, was später umgebaut wird zu einem echten Haus. Finde es nett, dass das Maze mir schon Platz macht für meinen Das kannst Wintergarten. du sowas von vergessen. Was? Ich leg dir dein Haus mit TNT aus, das sag ich dir. Ja, aber du hast hier so schön Platz nebenan gemacht. Ja, fahren mal schön weiter. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche normales Holz, davon habe ich genug. Aber was ich dann auch noch brauche, ist. Ach doch, da oben kann noch zweimal hin. Moment, das mache ich als allererstes. Hat keiner gesehen? Lass uns raten. Mucke ist runtergefallen? Nein. 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 Ehrlich nicht. Natürlich nicht. Niemals. So, jetzt machen wir so. Hui. Und so. Hui. Ich lasse einfach mal die Hälfte meiner Items da liegen. Ich zu faul bin, um die einzusammeln. Aber schon gleich 6 Uhr, mein Gott. Das heißt, ich habe jetzt zwei Plätze, einmal dafür und dafür. Kacke, ich muss das doch ein bisschen umreißen. Wenn wir so machen, dann sieht das besser aus. Und hier geht das so. Mensch, das ist ja eine ganz schön knifflige Sache hier, das Bauen. Muss ja einem auch gefallen, ne? Guck mal, Mace baut schon den Grundriss von seinem Haus. Ich sehe es noch nicht, ich bin ganz weit weg. 3x4. Aber, Das wird nicht mein Haus. Okay. das wird mein Vorgarten. Nein, so ich kann den Spuck. Man muss immer wieder farmen. Immer wieder. Da Lass denkt man, mich. man hat schon 100 Sachen. Man fehlen immer Brunnen? noch 100.000 Sachen. Soll das ein Brunnen werden, Mace? Nö. Ich verrat's dir noch nicht. Bin aber immer so neugierig. Merke Ich ich bin wohl so schon. neugierig. So, ich denke, das reicht. Wir müssen hier nicht zu lange farmen. Noch ein paar neue Birkchen anpflanzen. Wir brauchen unbedingt Schweine. Schweine, Schweine, Schweine. Dafür brauchen wir erstmal Karotten. Karotten. Das heißt entweder von einem Zombie oder von einem Villager-Dorf. Wieso braucht man für Schweine Knochen? Karotten. Also Karotten. Ach, weil man die Karotten. damit lockt? Und züchtet. Okay. Kacke. Ich habe mich vertan. Das müssen wir mal ein bisschen abändern. Mach mal so. Nein, mein Wasser ist unregelmäßig. Wie bekomme ich das jetzt regelmäßig hin, das Wasser? Wo denn? Bei mir? Einfach mit dem Wasser eine. Also da, wo es einfach in diese Ecke mit dem Wassereimer Wasser kippen und in diese Ecke mit dem Wassereimer einmal Wasser Okay. kippen, dann müsste sich das eigentlich wieder Irgendwo gleich. hat man was einmal, ne? Oder dann haben wir noch einen Labereimer. Glaub, Mace baut einen Knast.
Fast. Eine Gummizelle nicht verraten. Für mich. Nein, jetzt gibt mir das. Oh, toll. Lava ist in unserem Dorf. Zack. Dann geht die ganze Zeit das Essen aus. Unsere Küchenchefin ist aber nicht so produktiv. Ja, weil der Küchenchef hat doch damit nichts mehr zu tun, denn die Farm läuft jetzt. So, das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht, das haben wir auch gemacht. Meine Taschen sind mal wieder voll. Wir haben hier eine neue Kiste, einfach alles reinstempeln. Zack, 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 zack. Das sieht doch schon mal besser aus. Das heißt, das Holz kann man jetzt alles benutzen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts oder alles richtig gemacht. Das bedeutet, wir müssen hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sieht scheiße aus. Aber wenn wir jetzt noch hingehen und das so machen, sieht das noch beschissen aus. Aber kann man mit leben. Werden wir irgendwann mal besser machen. Versprochen. Regel Nummer 1. Versprechen niemals Sachen. Versprochen. Wo ist denn eigentlich mein Lava-Eimer hin? Lava-Eimer? Welcher Lava-Eimer? Ich hab ihn nicht. Okay. Ist nicht, was du meinst. Willst du mir irgendwas sagen? Hallo? Oh, du siehst gefährlich aus. Du bist ein Gegner. Nein! Nein! Okay, okay, okay. Hier hast du deinen Lava immer. Du Affe, ey. Ja. Was denn? Ja, was denn? Was ist denn los, Matze? Was ist denn los mit dir? Wie machst du eigentlich so eine... Wie machst du denn so eine Zauntür? Ich mal gucken. Zaun. Essen? Nee. So, okay. Ist schon Zombie-Gehirne. Okay, Zauntor mach ich so. Zack. Zack alles und zack. Können. Ich hab noch ein bisschen zu essen. Hier. Liegt am Crafting Table. Ah, ich denke, das ist ganz okay so. Entschuldigung. Ach, das war jetzt laut. Nein, ich hab daneben gebaut. Ach, das sieht ganz cool sogar aus. Ich will nicht wieder Lava suchen gehen. Musst du doch gar nicht. Matze, was ist denn los mit dir? Ne, warte, ich muss das anders machen. Das gefällt mir so nicht. Das Tor muss eins weiter hier hin. Das Tor kommt da hin. Das kann man nicht dann öffnen. Kann man hier am Rand entlang gehen, das ist doch viel besser so. Oh, du bist ein Arsch. Wer war das von euch? Du Sau. Was denn? Du hast mir alle meine Fackeln kaputt gemacht.
Ich weiß nicht, von was du redest. Okay, warte, dann mach ich. Bist du schon unten? Nee, ich hab nicht genug Essen, dass ich runtergehen könnte. Okay, dann sage ich dir nicht, wo ich die Lava hin entführt hab. Du weißt, dass hier ein unendlicher Vorrat an Wasser ist, oder? Ja. Wie macht man Bücher und Bücherregal? Leder. Wie hast du denn so Eisenstreben gemacht? Ich will die auch haben. Das ist ja gut. Matze, hör auf, mein Haus kaputt zu machen. Ich klau dir alle deine Eisenstreben. Sag mir, wo die Lava ist. Unten. Ganz weit unten. Geh weg von mir, geh weg. Oh, lass mich, ich hab kein Essen mehr. Ich generiere kein Leben. Alter. Und hier sehen Sie, wie die beiden ihren Spaß haben. Geh weg. Ach, jetzt. Auf einmal hat der Essen. Zombie Brains, toll. Das ist das, was ich auch schon die ganze Zeit esse. Wir brauchen ein bisschen mehr zum... Boah, du bist doch ein Schwein, was du gemacht hast. Das geschieht dir sowas von recht. Ja, genau, jetzt kommen natürlich auch noch Monster. Habe ich noch meinen Bogen? Ja, das Haus kann man fürs Erste stehen lassen. Was eigentlich? Ich kann gerade nichts machen, ich muss mich hinlegen. Regenerierst du dann HP? Ja, aber ich kann warten, bis Tag ist, dann muss ich mir irgendwo Viecher schlachten, damit ich essen kann. Du hast doch hier Brot. Ich hab dir doch eben schon Brot hingeworfen. Ja, ich war auf einem Essen. Da hilft mir ein Brot nicht viel. Mensch, du hartes Leben, was du hast. Ich kann dir hier noch ein Brot machen. Nee, kann ich gar nicht. Okay, doch, warte. Ich töte jetzt einfach mal Luca und dann nehme ich mir all das Essen, was er hat. Wir haben hier noch Zombie Brain. Geh weg von mir. Ich töte dich, ehrlich. Du hast mir jetzt so viel Schaden zugefügt, du Schwein. Wieso bist du so gemein heute? Eure Liebe muss grenzenlos sein. Nichts gibt hier mit Liebe. Jetzt muss ich raus. In die bösen Fernen. Horizonte, um Essen zu sammeln. Während Matze nichts macht, außer mein Haus zu zerstören. Ja, guck mal, Kühe auf. Droppen Kühe auf, Fleisch, ja, ne? Ja. Gibt's aber hier auch Pferde? Können wir mit Weizen züchten. Also vielleicht nicht unbedingt alles schlachten, was du willst. Würde ich dann niemals machen. Und Kühe brauchst du ja auch, um Leder zu produzieren, brauchst du dann ja die Bücher nutzt. Okay, dann brauche ich noch die Kühe. Ja. Nein! Wusstest du, das Argument mit dem reproduzierbaren Essen zieht bei dir nicht? Mein Schwert ist kaputt gegangen. Oh, da unten ist irgendwas Dickes. Vielleicht sogar eine ganze Mob-Farm. Was macht denn der Matze jetzt? Ah ne, das ist der Kevin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kevin. Was denn? Hallo Matze. Na Matze, willst du kämpfen? Ich glaube, der Matze redet nicht mehr. Der Matze denkt gerade. Oh, das ist nicht deine Stärke. Du. Verstehst du, Matze? Stärke.
So, ich habe ein paar neue Steaks in den Ofen getan. Ehrlich? Weißt du, wenn der Matze die ganze Zeit faul ist, muss der arme Mucker hier. Haben wir noch Eisen? Ja, wir haben Eisen. Ich nehme hier mal ein bisschen davon. Das in einem Satz, Matze, ne? Was denn? Das ist schon echt ziemlich dreist. Wenn der Matze die ganze Zeit faul ist, haben wir noch Eisen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Höhle mit Eisen gefahren habe. Ich war nämlich offscreen, während, das habt ihr gar nicht gesehen, als Kevin mal Server mal wieder hier abgestürzt ist, wo ich die ganze Zeit am Eisen fahren, so. Alles, was ihr hier mit Eisen sieht. Ja, kurz danach natürlich. Mhm. Das sieht doch ganz gut aus hier. Das heißt also, ich muss jetzt wieder den Berg hier abtragen. Kevin, du hast noch Essen? Ja, wäre cool. Hier hast du was. Pick dich! Dankeschön. Jetzt überlege ich. Ich würde gerne noch den Berg zu Ende abtragen. Zumindest steht schon mal das Grundgerüst. Hier würde ich dann sagen, dass rechts neben meinem Haus die ganzen Farmen hinkommen für, ne? Ach, guck mal, wir haben sogar einen Oktopus hier gezüchtet. Sogar zwei Oktopussen. Oktopussis. Moment, das muss noch weg. Guck mal, so schlecht sieht das Haus doch gar nicht aus. Fehlt nur noch ein bisschen die Inneneinrichtung. Kann man hier so... Oh Gott. Kann man nicht so machen. Werden wir später machen. Werden wir später machen. Oder machen wir das vielleicht so? Moment, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Nein, das sieht scheiße, das sieht ja mal mega beschissen aus. Mach mal so. Ja, das passt soweit. Dann würde ich aber sagen, mach mal hier erstmal eine kleine Pause. Haben wir eine ziemlich lange Aufnahmesession hinter uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oh, lalalala.